Koan. Koan ist eine Art Meditationsaufgabe. Koan ist in der Regel eine paradoxe Kurzgeschichte. Ein Koan animiert den Geist zunächst einmal zum Denken und dann wird der Übende einsehen müssen, dass ein Koan nicht mit dem Intellekt gelöst werden kann. Im japanischen Zen-Buddhismus spielen Koans eine besondere Rolle. Der Übende bekommt ein Koan und soll dann intensiv darüber nachdenken, bis er über den Intellekt hinauswächst und dann in Satori, in ein Erleuchtungserlebnis kommt. Es gibt zum Beispiel die Frage, wie ist der Klang von einer Hand? Zwei Hände klatschen und geben einen Klang. Wie ist der Klang einer Hand? Oder man kann auch fragen, ein Koan, ist der Stock innerhalb oder außerhalb deines Geistes? Oder auch ein Anfangskoan ist, schenke diesem Stock die Erleuchtung. Oder auch der nächste Koan, wenn deine Pfeile verschossen sind und dein Bogen zerbrochen ist, dann schieße mit deinem ganzen Wesen. So gibt es einige Koans und Koan, also eine Weise, den Intellekt zu beschäftigen, zur Verzweiflung zu bringen und dann das Bewusstsein vom Intellekt zu befreien, um in Satori, ins Überbewusstsein zu fallen.